Hallöchen, meine Lieben, willkommen zurück zu Deprave. Wir werden gerade angegriffen. Die Banditen machen ernst, sind vermutlich sauer. Das heißt, wir müssen dementsprechend schnell reagieren. Galoppieren jetzt erstmal hier durch unsere Zelte. Denn die wollen uns hier oben ein Zelt vernichten. Geht gar nicht. Oh. Nee. Ganz heftig. Okay. Wo sind die Jäger? Mach mal anders. Die rufen wir jetzt alle hierher. Wo bleiben die anderen? Da ist noch einer. Wir brauchen halt mehr Revolverhelden jetzt wieder. Oh, das brennt. So, schieß! Ja, erschossen hat er ihn. Sehr gut. 5200, gut, dann wenn ein Zelt wird jetzt gelöscht, da kommen sie mit Wasser angerannt. Sehr gut. Und der Totengräber kommt schon. Löscht das Haus. Oh, es fängt wieder an. Fast hat's ausgereicht. Ich hoffe, ein paar Revolverhelden kommen jetzt zu uns mal wieder in die Stadt, denn wir brauchen welche. Klar, ich kann auch mit den Jägern Krieg führen, wenn wir angegriffen werden. Aber die Revolverhelden sind ja nicht schnell genug. Jetzt gerade, wenn sie nicht da sind. Wir können sie ja nicht... Also mit denen sind wir schneller, die Jäger sind nicht schnell genug, so meine ich das. Hoffentlich kommen gleich welche. Wenn der Holzfäller hier gebaut ist, können wir den unten abreißen. Das können wir jetzt. Und bauen hier stattdessen... die Mühle. Und dann hier. Ah, die Bäckerei. Oh nein. Stopp. Hier ist ein Bandit. Es sind aber wieder zwei, die was geklaut haben. Wo ist der andere? Ah, da, okay. Meine Jäger, wo sind meine Jäger? Haben wir überhaupt einen Jäger jetzt hier in der Nähe gerade? Ich glaube nicht. Die klauen gerade Wasser. Ach, da kommen wir nicht hinterher jetzt gerade. Wir haben keine Jäger auf Pferd und wir haben auch keine Revolverhelden. Alles sehr ungünstig. Okay, alle Ressourcen wurden zur Mühle gebracht. Das heißt, das nächste ist der Bäcker. Hier ist ein Schneider.
Vielleicht bauen wir hier auch den Bäcker irgendwie in die Nähe. Hier. Geht auch. Genug Pferde haben wir eigentlich. Wenn jeder sich ein Pferd vor die Hütte stellen würde, dann würde das auch gehen, dass wir die manchmal anfordern. Okay. Wenn ich so schaue, so viele Ressourcen kostet das gar nicht. Wie viele Metallteile brauchen wir? 3. 2, um das zu bauen. Kaufen wir wieder welche. Verkaufen aber um so auch gleich Steine im nächsten Turn. Jetzt kriegen wir hier die Sachen schon. Und was bringt uns gerade noch gut Geld? Gucken wir mal, ein bisschen Kleidung. Ja, komm, verkauft mal ein bisschen Kleidung. Und da steht die Mühle. Da ist sie. Und ein Revolverheld ist da. Hat auch nur einen Revolver als Waffe. Aber wir brauchen einen. Fragt sich, wie er hier jetzt herkommt. Wo ist er denn jetzt? Da ist er. Okay, er ist unterwegs. Die Bäckerei ist auch gleich fertig. Und ich sehe, wir brauchen nochmal neue Wohnungen. Vor allem, wenn der Bäcker jetzt fertig ist, müssen wir nur noch Alkohol herstellen, dann können wir die Siedler ernennen. Dann haben wir die ersten Siedler. Das hier lasse ich, glaube ich, frei. Das ist wie so ein Stadtzentrum. Das finde ich gut. Jetzt brauchen wir einfach nur noch dieses Wohnhaus. Von mir aus hier auch noch eins, was so guckt. Unsere Bäckerin. Unsere Bäckerin ist vor Ort. Hier sind die Rohstoffe da. Die Steine sind hier jetzt geliefert worden. Schon ein paar. Brot existiert jetzt auch. Bräuchten wir eventuell ein Lager für Brot? Hier irgendwie in der Nähe. Das Wohnhaus kann fertiggestellt werden. Und wir sind jetzt auch schon auf 3-4 runter. Also das Geld wird langsam knapp. Wir brauchen langsam mehr. Aber das ist auch von der gesamten Geschichte her, ist das halt normal. Also, was soll ich sagen?
Depraved lässt einen alles so spärlich verdienen. Bis man genug Siedler hat, um Minen zu bauen, man muss Geld einnehmen mit der Miete. Was anderes würde mir nicht einfallen. Hier sind jetzt schon Leute drin, hier dann auch. Wir müssen halt Geld einnehmen mit Miete. Fertig ist. Und Steine verkaufen. Hier sind genug Ressourcen. Unser einer Revolverheld ist auch... Es wird bestimmt auch cool, wenn man irgendwann seine eigenen Waffen herstellen kann. Weil im Moment ist Hebronville schon eine richtige Stadt. Also früher sind dann Cowboys in so eine Stadt gekommen. Ich hätte auch gerne mal nicht nur einen Revolverhelden, sondern ich hätte auch gerne mal Cowboys, die hier durchreiten und den Saloon dann besuchen oder so. Ich hoffe, sowas kommt dann noch in der Zukunft. Ich muss ja das mit Häusern zupflastern. Wir brauchen Geld. Dann ist es halt so. Was bringt Mehl? 8. Brot bringt nur 6. Aber ist das so eine Produktionskette? Verrückt. Das heißt, jetzt brauche ich eigentlich nur noch das Ding hier. Kostet 750. Und dann hätten wir die ersten Siedler. Wo wir das hinbauen, ist eigentlich egal. Am liebsten würde ich es hier hinbauen, wenn wir die Steinmetze dann abreißen. Da müssen wir halt neue Steine irgendwie ausfindig machen. Ein bisschen hat sich hier schon der Boden verbessert. Hier seht ihr das mit den Holzdielen. Halt schauen, dass wir... Oh, 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 oh. Was ist hier passiert? Ein Wolf. Greift prompt eine Frau an. Oha. Los! Gut geschafft. Ab zum Arzt schleppen. Produktionslager voll, Produktionslager voll. Ich glaube, es liegt auch daran, dass das richtige Lager voll ist, ne? Oder? Ach ja, hier geht's noch. Oh nein. Alter, wir kriegen hier gerade richtig zu tun. Wo sind unsere Jäger? Die brauche ich jetzt auch. Es geht nicht anders.
Das Zelt hier oben haben sie ja gerettet. Dann werden sie ja wohl auch hier die Kirche retten. Hat auch ein Gewehr. Am liebsten würde ich, dass sie ihm das wegnehmen. Oh, der hat sich ergeben. Krass, der hat sich ergeben. Jetzt aber schnell hier. Löscht bitte die Kirche. Bringt er uns ein. Er wird gleich bestimmt fliehen wollen. Hat doch das Gewehr auf dem Rücken. Mann! Den darf ich hier nicht frei umherlaufen lassen, wenn der das Gewehr noch auf dem Rücken hat. Klasse. Ja, das Pferd hätte ich ihm früher mal wegnehmen sollen. Er reitet hier komplett durch. An den Jagdhütten vorbei. Haben wir einen Jäger hier gerade? Nee. Wo sind die denn gerade? Er hat ihn nicht getroffen. Schade, der ist entkommen. Was ist denn mit euch los? Warum seid ihr nicht zum Arzt gegangen? Oh, sieht das schlimm aus. Bitte nicht, das kostet alles Geld. Die fackeln mir echt die Kirche ab. Löscht alles. Wieder ist Feuer angegangen. Jetzt geht's wieder kurz an. Jetzt kommen aber zwei. Geschafft. Oh, war das knapp. Wie erholt sich die denn jetzt? Ich hoffe, die erholt sich. Von der Standfestigkeit. Von den Lebenspunkten. So, okay. Also der Plan ist... Jetzt ist jemand beim Arzt gestorben. Der Plan ist, dass wir jetzt noch Alkohol in irgendeiner Form herstellen und dann Siedler haben. Aber jetzt erstmal ein bisschen Geld verdienen durch Miete. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. The end.